Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Schwert der Nuzlocke Edition hier in der Galar-Region, wo wir hier vor dieser Mine stehen und jetzt mal reingehen. Wir haben Conket getroffen, das werde ich mir in Shiny holen. Vorher will ich das nicht. Und wir haben hier ein Pflegneu. Das werde ich mir einfach... Ich wollte gerade sagen. Das will ich mir einverleiben. Und das sieht ultra cool aus im neuen Design. Du bist ein Psycho-Pokémon, ne? Psycho-Flug, glaube ich. Interessiert mich nicht. Mensch, das sieht aber cool aus. Und tschüss. Also tschüss. so Konfusion. Ist klar. Hier, Pflegneu. Einmal drauf und... Eins, zwei, drei und vier. Ja, wie gesagt, ihr wisst, warum ich die fange, ne? Weil ich werde keines der alten Pokémon verwenden. Vielleicht die, Giga Dynamax Form, ja. Zum Beispiel Glumanda habe ich auch. Kann ich euch ganz gerne zeigen. So. Gestern per Wundertausch gekriegt. Hier. Wo ist Glumanda hin? Hier. Charmanda Level 1. Hat zwar ein schlechtes Wesen, aber man guckt ja hier nicht mehr auf Wesen, weil man die ändern kann. Aber, ja, Glumanda. Ziemlich nice, kann man so sagen. Also, seine Giga Dynamax-Form werden wir machen, definitiv. Sieht ziemlich nice aus sogar. Oh, Conket, ich hole dich noch, ne? Also, keine Sorge. Muss gar nicht... denken, dass ich dich hier alleine lasse. Hä? Mein Partner und ich sind ein Dream Team, sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Aha. Arbeit. Tadork fordert dich heraus. Kiesling. Mhm. Da gibt es nur eine Sache zu sagen. Hast du nur ein Pokémon oder? Ja, leider. Prügler. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Oh doch, jetzt schon. Wir greifen 6-mal an. Autsch. Das könnte sogar reichen. Hochrüstung ist ziemlich scheiße. Du bist zwar gleich ultra schnell, aber du verlierst immer wie mehr an Verteidigung. Fünf. Du bist jetzt minus 6, ne? Das ist dir schon klar, wenn ich mit dir fertig bin. Dann reicht sogar ein Ruckzuck-Hieb. Tja. In dieser Hinsicht war jetzt Prügler der beste Play. So. Wo führt uns das hin? Hallo? Aha. Felswurf. Wofür braucht man den Scheiß? Und seit wann geht Felswurf so, dass man 2 bis 5 Runden irgendwie Felsen schmeißen kann? Ist es nicht Felswerfer, der das macht eigentlich normalerweise? Aha. Oh Mann, Felswurf. Hat normalerweise einfach einen Schaden gemacht und fertig. Oh Mann. Hey, aber sie guckt wirklich ein bisschen rum, ne? Sie bleibt nicht nur stehen und wenn du in ihre Radiusreichweite kommst, packt sie dich. Nein, jetzt guckt sie noch rum. Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Aha. Frag die Balk. Autsch.
nein. Das macht die jetzt nicht, ne? Ja, ich habe einfach drei Unlicht-Pokémon, weil ich glaube, Boss wird noch zu einem Flug-Unlicht-Typen, ne? Also das muss ich dann schon ändern. Kurama kann ich eigentlich aussortieren. Später. Oder auch da... Nee, Reaper möchte ich drin haben. Aber... Jetzt gerade... Hey, Stingman, ich brauche dich. Interessiert nicht. Jetzt kann ich Konfusion drücken und dir dein Leben nehmen. Aber Käfer Psycho ist ein unglaublich cooler Typ, muss ich sagen. Kurama. Level 20, pack die Balk nochmal. Tschüss, hasta la vista. Haben wir jetzt noch einen Meistergriff oder wie? Nein. Nur Praktibalk. Mhm. Das soll lehrreich gewesen sein für dich, aber nicht für mich. Oh Gott, warum gibt's solche TMs, bitte? Was seid ihr für Dullis von Game Freak? Also, das Game an sich sieht ja cool aus und so. Aber solche TMs, also, nee. Was will ich mit solchen TMs? Da kann übrigens ein Pokémon also auf den Schienen teilweise rumgammeln. Er ist dann Level 18. Ah. Das Ding nehmen wir. Ein Praktibalk erscheint. Dann werden wir das jetzt so machen. Mhm. Dann hätte ich eigentlich nur angreifen können. Aber von einem Kampfmove habe ich dennoch Schiss. So, das muss reichen. Hat er gerade nicht gemacht, oder? Rüber. Dann Ball. Dann drin. Ne? Drin bleiben. Sei lieb. Du bist ein altes Pokémon. Du darfst dich nie wehren. So. Voila. So, Praktibalk hätten wir auch. Das Clonkhead. Ich weiß, dass Zero hier irgendwie mal zurückgelaufen ist. Dann ist die Weiterentwicklung von Konkret oder wie das Ding heißt, reingerannt. Konkret oder so. In der Art. Und ja, das hat ihn fast zerstört. Ich habe eine Art und dasselbe erwarte ich auch von meinem Pokémon. Mhm. Interessant. Liegt da. Hast du überhaupt eine Death?
Also, mit Kratzer gewinnst du keinen Blumentopf, ne? Prügler. Eins. Zwei. Und drei. Übrigens, ich werde jetzt nicht mehr die neuen Pokémon für Shiny Hunts verwenden, sondern die, die wir neu fangen, einfach so wie zum Beispiel jetzt auch Praktibalk oder so, ne? Weil die werde ich ja im Let's Play nicht verwenden und deswegen habe ich schon vorher so gemacht. Ich habe die nur die anderen nachgelevelt. Dass wenn ich die brauchen will, dass ich die brauchen kann. Ja, das ist locker tot. Rotomorph. Sorry. Das ist der fünfte Hit. Ja. Und bald entwickelt sich Renamon noch. Ein Pokémon würde sich hervorragend in meinem Team machen. willst du jetzt eine Klatsche oder willst du sie gleich noch haben? Weil geschlagen gefällst du mir bald besser. Da, seht ihr das Ding? Ne? Paar Plateauschuhe. Der Träger wird nicht mehr durchfallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Okay. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen und was finde ich? Einen Trainer. Hi, Clockhead. Mhm. Ich glaube, speziell bist du nicht so gut aufgestellt. Nein, bist du nicht. Speziell bist du eine Oberniete. Mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch herumreißen können. Mit was? Fokusgurt? Oder was? Pokémon, wir gucken mal kurz. Ich muss da ein paar Sachen wieder umswitchen, weil das geht gar nicht. Und Rautydox und das Ding. So. Die will ich einfach nicht in meinem Team da. Also. Das ist einfach auswechselbar. Das Ding will ich dann noch wegschmeißen. Ne, wo ist es hier? Knospi. Rotzboten, das habe ich immer. Hier, ich sehe jetzt, das ist von Frankreich. Brauche ich nicht. Und übrigens hier, ich habe ein WhatsApp gefunden. Ja, als mein Encounter. Wenn man so möchte, aber ich werde ihn jetzt trotzdem rüberknallen. Wollt ihr einen, der ist auch in der Naturzone, dort wo es Vulpix und so gab. Ey, Fritzeblitz. Hey, Chap. Queen ist übrigens ultra gut am Anfang, eben alles zu farmen. Hat so 40 AP und so, also 45. Und eben Turbodreher ist auch noch cool. Wie viel stärker hat eigentlich Turbodreher jetzt? Keine Ahnung. Müssen wir nicht wissen. Alter. Oh nee. Also hier werde ich mir jedes Pokémon in Shiny gönnen. Jedes. Also nicht hier in der Höhle, sondern oder in der Mine, ich meine im Game. Weil ich meine, so geile Grafik, da will ich auch die Shiny-Version haben. Und ich habe wieder viel Stuff, um die zu Geld zu machen, weil Beleber brauche ich in meinem Playthrough nicht. Oh ne, was macht der denn da? Da ich nicht weiß, was der spielen wird, Ruffy? Bock? Irgendwie? Ich hoffe. Hast du irgendwas?
Ja, sollte reichen eigentlich, ne? Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren davor vorbei. Aha, interessant. Du bist doch diejenige, die vom Champ für die Arena Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hör mir mal gut zu, der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung von Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Oh boy. Oh. Oh. Tut mir leid, Ruffy, aber... Bruder, das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Jetzt kannst du dich verabschieden. Ich werde dich sowas von wegflexen. Wärst du nicht so arrogant? Warum macht Notsituation so viel Schaden? Darf man das mal erfahren? Oh ne, oder? Beutel, kann ich da mal heilen? Ne, ein Hypertrank wäre zu viel des Guten. Oder? Ja. Darf ich mal einen Supertrank verwenden? Ein Trank. Ich werde dich sowas von wegflexen. War das von einem Crit oder wie? Wenn ich jetzt einen Schaden bekomme, dann RIP. Deswegen heile ich mich nochmal. Also nochmal mit Konfusion angreifen. Wenn er lustig ist. Ja. Vielleicht deverwirrt er mich, weil... Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr nochmal die gleiche Attacke einsetzt, die ihr einen verwirren sollte, dann deverwirrt man ihn. Aber leider noch nicht. Ja, seht ihr? Das habe ich gesehen. Das habe ich... Ja. Ah, gut. Jetzt kommt mein letztes Heil-Item. Ich habe genug Pokémon, die das regeln würden. Aber... Ich will ihn wegflexen. Dafür, was er gerade vorhin gesagt hat. Und da ich noch verwirrt bin, kann er mich nicht normal verwehren. So. Ich glaube, das reicht jetzt. Ah, Überheblichkeit. So, weg. Ich muss dein Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein können zu zeigen. Aha. Du hast jetzt keine Sonne mehr. Molly Morba. Ah, ist ein Psychotrainer. Ja gut. Pff, interessiert mich nicht. Und diese Attacke passt perfekt über also auf den. Weil. Sorry, er ist überheblich. Und hat die Fresse, weiß nicht wo. In der Luft hängen. Primova. Ah, was habe ich nur dabei gedacht? Lass mich die Sache einfach schnell beenden. Ach, das Ding. Dann Überheblichkeit und weg. Ja, das kenne ich schon. So.
Verstehen, aber was soll's, ich hab aber auch nicht ernst gemacht. Ja. Du hast nicht ernst gemacht. Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Aha. Hat er im Ernst gerade zugegeben, dass er mir meine Wunschsterne, also Wunschsterne geklaut hat? Was für ein Arschloch. So, die Mine haben wir durch. Sind wir auf Route 4. So, da ist sicher wieder die Heiltante. Danke. Hier auf der anderen Seite der Galamine 1 beginnt Route 4 Arena Challenger. Tour fällt es nun auch nicht mehr weit. Okay. Das war aber eine Mini-Höhle. Was gibst du mir? Drücke meines Spielen und kochen beim Pokécamp werden Punkten zutraulicher. Ja. Ist mir schon klar. Portion Energiestaub. Schütteln wir wieder mal an den Baum. Ja, ohne Spaß, eigentlich wollte ich fair kämpfen und so, aber ne. Wenn einer so arrogant ist, dann bin ich just a little bit gewillt, ziemlich hart über die Stränge zu schlagen. No. Ach, Raffel. Geh nach Raftel. Rasierblatt und weg. Nicht? Verzerrer? Wozu brauchst du Verzerrer, Bruder? So. Ich würde zuerst mal horten. Würde vielleicht ein bisschen besser aussehen dann. Aber gut. Danke für die Bären. Fünf und sieben. So. Was bist du denn? Ach so, du bist ein Trainer. Volley gibt's ja auch. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefallen will, weil hier sieht man sie kaum. Ja, ich mach's einfach für die Statistik, ne? Dir ist bewusst, dass ich ein Pflanzen-Pokémon bin. Anscheinend nicht. Also, weiter im Text, Doppelschlag. So. Gut. Kleines Pikachu. Pokékind Ryan. Habe ich schon. Einfach ein weibliches. Habe ich auch schon weggetauscht, weil ich brauche die wirklich nur für den Pokédex. Und es war kein männliches. Autsch. So overlevelt bin ich jetzt auch nicht. Du bist kein Pikachu, nur mal so am Rande, ne? Oh, das ist ein männliches. Das Ding fange ich mir schon nur aus Nostalgie. Das nehme ich ein männliches und das werde ich auch zu Raichu entwickeln. Dann werde ich mir jetzt da mal einen Teufel tun und das töten, aber... Na, das war ein Crit. Oh. Sagte er und tötete es instant. Oh man, Pikachu, musst du sterben einfach so? Was denn jetzt? Oh, Okumel. Alter Schwede.
Aber gibt Hokumil eigentlich in beiden Geschlechtern? Dann möchte ich Hokumil eigentlich in männlich. Oder ist es ein Zuckerwatte-Ding? Warte mal, das google ich kurz. Weil ich habe einfach lieber männliche Pokémon, ne? Wenn es, außer zum Beispiel Rosana, es gibt ja nur in weiblich und das passt auch dazu, oder Labras, es gibt zwar ein männliches Labras, glaube ich, aber ich habe das lieber in der weiblichen Form, weil es passt halt, ne? Pokémon Hokumil, Visa-Fans. So, mal gucken. Was sagt der Pokédex? Ich weiß, ich spoilere mich gerade hart, aber... Ach, das ist jetzt so Pokusan. Das kenne ich. Das ist das, was wir kennen. Dann habe ich mich nicht gespoilert. Es wird durch Zucker-Item verwenden. Kontrollstick drehen. Aha, das ist das Ding. Kann ich das auch schon Level 1 oder so entwickeln, oder wie? Das Aussehen von Pokusan, der Entwickler von Hokumil, könnt ihr mit Hilfe von Zucker-Items und der Weise, wie ihr den Kontrollstick eurer Nintendo Switch-Konsole dreht, beeinflussen. Alle Informationen dazu findet ihr hier. Aha. Also. Oh, es gibt sogar noch Tag und Nacht, Tageszeit, ne? Wenn ihr zum Beispiel die Matcha-Creme oder Salz oder Zitronen oder Minzcreme haben wollt, die Form, dann müsst ihr sie alle in der Nacht entwickeln und dazu die passenden Drehungen vollführen. Vanille, Ruby, Caramel und Ruby Mix gibt's nur am Tag. Okay, das ist schon mal sehr cool zu wissen. Und Zucker-Erdbeere gibt's nur in Ancient City, Claw City. Okay. Und welchen... Hä? Wo ist die Erdbeere? Also, die sehe ich da gar nicht. Ja gut, und wo steht jetzt das Wesen? Ist es rein weiblich oder... Es sieht schon mehr weiblich aus, muss ich gestehen. Aber es gibt... Ja, nee, es ist zu 100% weiblich. Es ist zu 100% weiblich, es gibt es gar nicht in männlich. Ja, dann ist die Frage geklärt. Dann ist die Frage mehr als geklärt. Dann würde ich mal sagen, wechseln wir aus, wir gehen zu Venamon, drücken Warngrobler und dann war's das. Aber komplett mit diesem Ding. Bitterkost, dein Ernst gerade? Okay. Na los. Dankeschön. Warngrobler for the win. Dann Beutel. Dann nehmen wir sogar mal einen Superball einfach in die Hand. Weil kein Bock jetzt noch weiter zu schwächen. 1, 2, 3, 4. Bingo. Wunderbar. So muss das. So, Hokumil. Sein Körper besteht aus Sahne. Es entstand aus einer Ansammlung süßer Geruchspartikel in der Luft. Boah, das ist so ziemlich nice. Wie heißt es? Oh, wie hieß das Ding? Wie hieß das scheiß Ding? Smiley. Na? Wie hieß das bei One Piece? Also, ich weiß schon, dass es Smiley hieß, aber wie schreibt man das Ding aus? Wir geben jetzt mal hier One Piece ein. One
One Piece Smiley. Wie heißt er nochmal? Caesar. Crown. Smiley. Smiley. Aber ich will das schon mit dem großen Buchstaben hier haben. Smiley. Dann hätten wir das auch. Also erinnert mich tierisch an das Ding. Kalamauzi. Ja, hi. Hi, Mautz. Mautz, genau. Warum weiblich? Nee. Dich fange ich nicht weiblich, sorry. Nee, nee. Das ist noch ein Voldy. Ach, Pikachu. Hi. Ach. Du bist einfach mal ein weibliches, dich will ich nicht. Sorry, nein. Einfach nein. Du bist nix für mich. Was ist jetzt das? Ach, Voldy. Schutzband. Ach, vor... ja. Aber das funktioniert ja nicht mehr eigentlich. Ah, hi. Bist du jetzt ein Männchen oder bist du immer noch ein Weibchen? Junge, ich will ein Männchen. Ich meine, du hast einen Bart. Zur Hölle. Hallo? Piki? Ah. Nicht schon wieder. Ja, ich sehe seinen Schweif eben nicht in diesem hohen Scheißfeld. Ohne Flachs jetzt, das geht so gar nicht. Aber Level 16 ist cool. Ja, langsam kommen sie dem Level wieder mit. Hi, Kalamauzi. Bist du jetzt wieder ein Männchen und nicht ein Mädchen? Wäre cool. Aha. Jetzt verstehen wir uns. Noch weniger hättest du nicht abziehen können, ne? Hä, warum nicht sehr effektiv? Das ist normal. Ach, bist du Stahl? Oder was kann... Stein? Okay. Verhöhner. Doppelschlag reicht völlig. So. Klauenwetzer. Das interessiert mich nicht. So, jetzt Beutel, jetzt Pokéball und jetzt einfach mal gönnen. Let's go. Ja, wir müssen unsere Pokébälle loswerden, bevor die Pokémon zu stark sind und die Pokébälle nichts mehr nützen. Ja. So, was soll das X auf diesem Stein? Ah ne, ist kein richtiges X. So. Nee, nee. Machen wir noch nicht. Weil ich weiß jetzt nicht, wie... ich würde schon fast Grantelbart nennen. Oh. Nein. Es sind so viele Pokémon, die hier rumgammeln. Ohne Flachs jetzt. Muss das sein. So, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir rennen hier in das Ding rein. Ein Erbes erscheint. Ja. Das ist sogar sehr gut, dass das erscheint. Doppelschlag.
Nee, geht ja nicht. Ja. Verdient. Verdient, verdient. Ja, dann habe ich nichts. Das ist ein Geist-Pflanze-Typ. Ah, verdammt. Dann geht's jetzt raus auf... Ja, auf was? Den Prügler kann ich nicht einsetzen. Das stirbt instant. Käfer trotz auch nicht. Und nicht normal. Ich habe nur sehr effektive Moves. Renamon. Ich weiß, es wird nicht viel ausrichten können, aber es kann es wenigstens paralysieren. Aber coole Animation von Erstauner. So. Bangrobler. Jetzt gehen wir mal zu Boss. Ich hoffe, es tötet es nicht mit einer ungeboosteten Überheblichkeit. Ja, sehr schön. Ja, sorry, das tut nicht weh, deswegen, jetzt Beutel, dann fangen wir dich auch noch, weil es so schön ist. Let's go. Habt ihr schon mal in einer Nuzlocke so viele Pokémon gesehen, die man gefangen hat? Ich glaube nicht, nicht mal ich, aber gut. Aber das ist halt bei einem neuen Spiel so, du willst den Pokédex dann auch noch füllen und du willst dann nicht noch für Route wieder abgehen. Nur damit du alles fangen kannst, ne? Also, das ist einfach dumm. Das ist selten dämlich. Das machst du ja normalerweise nicht. Normalerweise hast du eine Edition, wo du komplett durch bist, wo du Shiny Huntest und so. Und dann nimmst du vielleicht die zweite, um immer Let's Plays zu machen oder beispielsweise Nuzlocke. Weil ich werde aus der Shade Edition auch noch eine Nuzlocke machen, die läuft dann ganz anders ab, das heißt ganz regulär. Dann werden einfach die einzigen, die ich zusätzlich noch fangen darf, das sind natürlich die ganz neuen, die es nur in Galar gibt, in Shield, sorry. Weil zum Beispiel hier gibt's in dieser Edition Schwert, die zum Beispiel Galar Flampivian, und dafür gibt's dann, bei ihnen was es bei uns nicht gibt. Hey, kann man die nicht irgendwie wegschießen? Ohne Spaß, Fritz, das geht nicht sowas von hart auf den Sack. Der muss mir doch nicht immer hinterher rennen wie so ein räudiger Köter. Geht mir sowas von hart auf den Sack. Scheiß räudiger Köter. Nervt nicht. Züchter Alex. Mauzi. Oh Mann. Jetzt habe ich noch den Schluck auf. Also. Das ist doch das erste Stahl-Pokémon, was ich sehe, was Verhöhner Muggelhieb kann. So. Immerhin kann sich jetzt nicht aufsetzen, das heißt, ich kann critten, ich kann machen, was ich will. So. Wunderschön. Kratzer. Interessant. Bei ihm würde ich jetzt eher sagen, die Stahlkralle, ne? Dein Ernst gerade? Geh weg, ohne Flachs jetzt. Das kann ja nicht angehen, was du da gemacht hast. Normaler Trainer setzt einen Trank ein. Wo leben wir? So, das war's.
gelinde gesagt. Boss hat ein Level Up, der Höhner. Ja, Silberblick brauche ich nicht. Verhöhner ist immer gut. Von daher ziemlich nice. Smetbo, da muss ich auswechseln. Sonst bin ich eventuell tot. Smetbo, da werde ich jetzt dezent auf ihn hier rausgehen. Gebe ihm auch mal eine Chance, bevor er sich noch entwickelt. Ich glaube, Level 25 entwickelt sich das Teil. Funkensprung. Konfusion. Interessant. So. Weg. Nächster bitte. Samurzel. Ja, muss ich auswechseln. Samurzel Richtung Flugmove oder so. Oder wenigstens Stingmon, weil. Käfer. Und ich glaube, das Vieh hat Geduld. Und tschüss. Da laber ich gar nicht lange rum. Und ich dachte, wir werden bestens vorbereitet. Du gewinnst. Ja, ist logisch, dass ich gewinne. Was dachtest du denn? Aha. Da haben wir jetzt alles durchsucht. Da haben wir noch was. Sprühdose Schutz. Obwohl das nichts bringt hier. Ist das jetzt ein Männchen? Ja. Ja. Wenn du das nicht überlebst, dann geh mir aus den Augen, Pikachu. Ohne Spaß. Ja, ist mir egal, ob die Statik wirkt oder nicht. Donnerwelle. Hat sich gerade ein Eigentor geschossen mit Statik. So. Pikachu, komm in mein Team. Also im Team nicht, aber komm zu mir. Weil du bist ein männliches und das will ich. Just for the lulz. Pikachu haben wir jetzt. Was fehlt noch? Ich glaube, wir haben alles soweit. Oder sonst schreibst du mir in die Kommentare, wenn ich irgendwo ein Pokémon liegen lassen habe, welches noch. Also sag mir nicht welches, aber sag mir einfach, hey, du hast zum Beispiel in der Mine noch ein Pokémon vergessen. Und sag jetzt nicht das auf den Schienen. Weil das auf den Schienen kenne ich. Habe ich extra nicht fangen wollen, weil das die Entwicklung von Cloquet ist und ja. Ne? Ich bin ja nicht dumm. Will ich nicht zwei, dreimal haben. Dann. Das kriege ich automatisch, wenn ich es entwickle. Ja, hi. Doppelschlag. So, komm mal her. Eins, zwei. Fast ein Crit. Diebeskuss, interessant. Und es ist immer noch langsamer, ne? Nur mal so am Rande. Obwohl wir paralysiert sind. Rasierblatt, weg. Ciao. Hakumil, geliehen. Das Ding wird nicht gerade langsam sein. War schon vorbei? Ja. Das ist es. Wohl wahr. Wally, wo bleibst du hier? Hier geblieben. Wally! Hast du dein... Wally ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. ja, und jetzt? Oh je, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Ja, bin ich. Wusste ich doch, ich habe dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in die Richtung folgst.
So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena Challenger zu lange auf uns warten müssen. Wolli, Wolli. Ja, pack das Ding mal weg. So. Nein. Na. Nein. Ist das normal hier in dem Game? Ich möchte lieber wieder das Feeling von Pokémon Go haben. Also, let's go. Oh, der Sepp greift uns an. Sebastian. Wie man ihn jetzt aussprechen mag. Ja, hier, Nachthieb. In dein Gesicht. In dein fettes Gesicht. What's up? Das tankst du nicht. Auf gar keinen Fall. So. Reaper hat ein Level erreicht. Mabula. Was will ich mit dem Ding? Das Ding wird auch weggeplext. Kopfnuss, ciao Bella und hasta la vista. Na, gar kein Thema. Die Dinger flexen wir einfach mal so weg. So, puhu. Paraheiler. Dann haben wir hier nochmal. Was, du hast Potenzial? Lass mich das mal sehen. Pokéken Jenny. Setz Evoli ein. Ja. Evoli hat Potenzial, aber hast du Potenzial, es zu benutzen? Ich glaube nicht. Doch, hast du sogar. Nicht schlecht. Ja, moin. Du wusstest, ich war schneller, also hast du auf Ruckzuck-Hieb gedrückt. Ja. Aber wenn du nicht gewinnen konntest, du hast dein Bestes versucht. Das ist... Ja. Nice. So. Sei gut für uns, dann trainiere ich jetzt schon Pokémon. Na, willst du dir ein Bild von Früchten meiner Arbeit machen? Seit 50 verfickten Jahren. Wie alt bist du? Willst du mich verarschen? Ich glaube ja kaum, dass du das seit 50 Jahren machst. Geh weg. Ja, ja, Ruckzuckieb. Hier, Kopfnuss. Step. Step, Bruder. In dein Gesichtle. Loturzel. Wieder Kopfnuss ins Gesichtle und weg. Easy. Ihr müsst noch ein bisschen aufholen, was die Level angeht. Dann ist gut. So. Nein. Lass mich in Ruhe, ich will das Item haben. Sonderbonbon, seht ihr? Ihr kleinen Pisser, wolltet mir das Sonderbonbon nicht geben. Ihr seid doch kleine Haudegen, ja. Spitzer Schnabel, eine Hack Attack, meinst du das? Okay.
Dann mal nochmal angeln. Vielleicht kommt hier nicht gleich ein Carpador, sondern irgendwas Cooles. Nein, kommt nicht. Kommt gar nichts Cooles. Na dann. Dann war es das. Dann war es das aber komplett. Ne? Easy. Schon alles abgefarmt. Dann geht's jetzt weiter. Warum ist jetzt hier schon wieder ein Item? Hab ich das nicht mitgenommen? Kapsel X Genauigkeit. Okay, war da was zum Verkaufen? Interessant. Hey Sunny, schau mal, schau mal. Das Arena-Stadion vom Tourfield, wir sind da. Einer Leiter Jaro ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist. Ich sehe gar keinen von dem Stadion. Ach übrigens, Sunny hat nach dir gesucht. Sie will dich was fragen, Sunny. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du sollst sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf die Karte. Woll. Hey, da ist doch Sunny, es Voldi. Am besten folgst du ihm einfach, es ist der geborene Wegweiser. Ja, dann brauche ich das nicht mal, ich brauche nur die Richtung. Ja, schon das grandiosen, also den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen, der ist einfach atemberaubend. Wenn du ihn schon gesehen hast, genießt du ihn am besten gleich nochmal. Aha, interessant. Willst du kämpfen oder was? Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Ja, ja, wohl. Komm, piss dich weg. Danke. Auf Wiedersehen. Jetzt kommen die ganzen unnützen Items meiner Ansicht nach. Wer sowas braucht, hat echt den Status als Trainer verloren, ey. Ohne Flux jetzt. So, die rätselhaften Steingebilde, wurden sie von Menschen geschaffen oder doch eher von Pokémon? Mich doch nicht. So, hi. Sunny. Danke, Voldi. Woll. Hi, Sunny. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Aha. Ach so, wegen diesem Riesenkack da. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnungen nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte dein maximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Galar und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wüten. Die Leute nannten die Wirbel Finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie sieht's aus? Ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden? So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe hier. Nimm als Dankeschön die Liga-Karte. Liga-Karte von Yaro. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Yaro, der Arena-Leiter von Tourfield, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer, Flug und Attacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Oh, und nimm dies hier mit, was deine Pokémon im Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Zwei Beleber. Geh und zeig denen im Stadion von Tourfield, was du auf dem Kasten hast. Ja, klar, machen wir. Aber erst im nächsten Part, ne? Das ist ganz klar. Aha. Und oben komme ich nicht hin. Ich muss nur noch ein bisschen wachsen, dann kann ich meinen Kopf durch das Loch da stecken. Ach was, du nicht sagst.
Wie kann es sein, dass eine von Ewigkeit angefertigte Geoglyphe heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus dem Staunen heraus, aber wenn ich zu viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. Meine Theorie ist ja, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Geoglyphe zu erschaffen. Ja. Kann schon sein. Flasche Tafelwasser. Wusstest du, dass du irgendwo in Turfield einen Schatz vergraben liegt? Ich habe diese Karte hier auf. Der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mehr steht da nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Hä? Ich momentan auch. Weil ich nicht weiß, was die damit meinen. Man müsste zuerst mal wissen, wie das gemeint ist. Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. Ja, kann sehr gut sein, du. Kann sogar sehr gut sein, du. Und dadurch darf ich nicht. Otimiel hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis alles wieder auf den Vordermann gebracht ist. Also geduldig bitte ein wenig. Okay, und da könnte ich noch ein bisschen schwimmen, wenn ich denn das Ding hätte, um zu schwimmen. Okay. Auch nicht schlecht. Ewigstein. Aha. Schon mal das erste. Jetzt brauche ich nur noch einen Wartungknoten, ne? Werbler haben wir jetzt auch. Und wenn ich noch Wartungknoten bekomme, dann bin ich glücklich. So, jetzt gehe ich mal kurz rein heilen. Es ist hier kein seltener Anblick, wie arroganz gelassen hinter Woli herläuft, die aus den Toolfeldstationen entwischt sind. Okay. Wir sollen endlich mal ein passendes Souvenir zu der Geoglyphe entfallen lassen. Geoglyphenmarmelade, das wär's. Aha. Nicht mit mir. Nein! Ich wollte da noch gucken, machen und überhaupt. Aha, sehr schön. Aha. Hier mit deinen Blumen, ne? Aber hier gibt's ja gar nichts. Top-Beleber. Interesting. Na. Wir gehen erst im nächsten Part dahin. Was? Die Arena ist so unheimlich aufregend. Ja, das wird's auch sein. Aber erst im nächsten Part. Da gehen wir nämlich rein. Jetzt haben wir nur mal alles erkundet. Und ja, mal schauen. Jetzt zeige ich euch noch das Fliegen, würde ich mal sagen. Für die Leute, die das noch gar nie gesehen haben. Wo ist die Liga-Karte, was? Nee, Karte an sich. Dann wechseln wir zum Beispiel. Boah, ich möchte jetzt zum Beispiel. Wo wollen wir hin? Wir wollen jetzt nach Brassbury. Ja, geil. Ich dachte, man sieht wenigstens einen Lauf, also eine Fluganimation, aber nein. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.